Moin zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr wieder dieses Abenteuer mit mir erleben möchtet. Und ich hoffe, dass es euch bis jetzt gefallen hat. So, wir sind immer noch mit Leaf, immer noch auf dem Weg zum Wolf-Krankenhaus, um seiner... Was war das? Schwester? Freundin? Die leider den Arm abgetrennt bekommen muss, haben bekommen muss, der amputiert wird, braucht dementsprechend noch bestimmte Medikamente und hast deswegen. Du gehört, wie sie mich nennen? Nein. Ja. Wie war das denn? Willst du mich was drüber fragen? Nein. Willst du, dass ich was darüber frage? Doch nicht. Nein. Okay. So. Warte, ich nachladen die Geschichte. Die sind auch. Wieso habe ich keinen. Warte mal, ich muss mal eben gucken, ob ich an Waffen dabei habe. Damit ich auch dementsprechend direkt erstmal. Wow. Wer ist die Olle eigentlich? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Ich weiß immer noch nicht, wer die Olle ist. Das ist die Olle, die anbeten. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. Was haben wir hier? Eine Figur von ihr. Wow, das ist ziemlich hübsch und etwas gruselig. Das ist Symbol, denke ich mal. So gesehen ihr Logo. Weil das Logo hat es nämlich auch da mittendrin auf der Brust. Oh, oh, ein Waffenhalter. Holzer, perfekt. Heißt, wir können doch eine zweite Waffe nehmen. Ich wäre fast dran vorbeigelatscht. Heißt, jetzt haben wir endlich zwei Waffen. Ja! Wir nehmen erstmal die Schalldämpfer. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Okay. Oh! Tuch. Das sieht aus wie eine Werkbank. Das ist doch eine Werkbank, sehr schön. Aber mit einem Krimskrams kann man nichts machen, wa? Und ich bin schon am Suchen wie so ein Bescheuerter und bin schon immer am Gucken und, aber... Ja, da nix bis jetzt. Oh, hier mal Krimskrams, aber nur eins, Munition, Explosion. Was haben wir hier unten noch? Hallo, da unten ist auch noch was. Hallo. Krimskrams. Aber alles so Kleinigkeiten, damit werden wir nicht viel anfangen können. Ich gehe diesmal zuerst. Mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Sieh nach rechts. Ja. Na klar. Da oben. Die Frage ist, sieht er da oben uns gleich? Wenn ja, müssen wir ihn loswerden. Oder sie... Wow, wer war das? Komme ich da rechts vorbei? Nee, komme ich nicht. Aber ich komme da hoch.
Wozu haben wir denn sonst diese Sicht hier, wenn wir sie nicht nutzen? Jetzt sehen wir sie. Klappt das? Klappt das? Nee, klappt nicht. Die hätten. Oh. Die hätten von. Gleich mal ver. Boah, es hat ein Dicker dabei. Oh nee. Oh Gott. Keine Munition! Los! Oh, ausweichen! Oh Gott! Nein! Ja, es fängt da schon wieder super an, die Folge, ne? Ich könnte schon wieder kotzen. Ganz ruhig. Überprüf das Dach. Find mir den Täter. Es ist die Abtrünnige! Es ist die Abtrünnige! Auf die Fette. Da oben! Ja, die könnte nämlich zum Ver. Ah, da kommt's ja. Nein, was macht sie da? Nein, 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 nein! Weg! Steh auf! Ich bin da ausgewichen! Ich hab doch L1 gedrückt. Wir müssen noch besser schleichen. Problem ist, da oben ist noch einer, der wir wohl sieht. Wenn ich sie abballer. Ist einer. Scheiße, die Waffe keinen Schalldämpfer hat, Mann. Da tun wir jetzt ein Explosionsgeschoss rein. Falls die Dicke kommt, hauen wir die direkt mal mit platt. Ich bin nicht schnell genug. Geht's da unten rein? Nee, geht's nicht. Oh nein, dort rechts. Wenn ich die Dicke von hinten kriege, ist schon mal die halbe Miete. Oh Gott, die sieht uns. Und er auch.
Kommt die zu uns? Wo ist die? Die ist da. Ja, komm her. Ich bin auf die Seite gegangen, Mann. Ja. Verband. Verband, Verband, Verband. Wo ist er? Mal Schuss im Kopf zur Sicherheit. Ich glaube, das kam von da drüben. Wo sind die? Ah, die nehmen wir mal mit. Was wir haben, haben wir. Ah, da. Ja, ich glaube nicht, dass wir ganz alleine sind. Wo? Wo ist die? Über uns. Höher geht's ja nicht, okay. Warte mal, ich ist eben runtergesprungen. Genau über uns. Wie kommen wir da hoch? Da ist eine Leiter. Ah, warte. Ah, ich denke links. Tatsache links. Wow! Keine Munition. Willst du dich verarschen? Jetzt ein bisschen grenzlich. Er hat nach unten gezeigt. Da vorne! Gewehr! Wow! Was? Nein! Ich mach dich fertig. Dort rechts! Boah, Junge. Oh nein! Ich höre immer noch, oh nein, wo ist denn der? Da. Oh, in die Leiste. Eine Hand. Sie führe mich. Da ist zu weit weg für eine Schrotflinte. Jetzt wäre Pfeil und Bogen nicht schlecht. Oh.
Oh, das tat weh. Genau in die Luftröhre. Verdammtes Gas. Ist ja förmlich verblutet. Wie auch immer. Ist egal, die wollten mich töten. Weg damit. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Weg! Oh, Lev. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Ich hab eine geladene Waffe. Na gut, ein Schuss. Aber ich trotzdem. So, wir müssen eigentlich mal da hinten hin. So, jetzt genießen wir erstmal die schöne Aussicht und die frische Landluft. Ja. Sehr frisch. Wer hat mir denn so schwer? Lev ist es nicht. Und uns flattert die Jacke. Ja, schon ganz schön Stück hinter uns. Ne? Da hinten haben wir Aquarium bis hierhin. Sieht nie weit aus, ist es aber. Oder unten. Ah, Munition. Ich brauche Munition. Warte, das muss sein. Da müssen wir jetzt erstmal nochmal runter. Ich habe nur ein paar Schuss gesehen. Glaube ich. Ah ne, die sind leer. Da lang. Hier war das so und dann so, ne? Genau. Mach die Lampe aus. Ist mir Lampe aus, wir wollen nicht aufhören. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Der ist ja witzig. Geht's denn noch höher? Aber warte, bevor wir da lang gehen, erstmal umschauen hier. Ich denke mal, hier wird keiner sein. Ja, ein paar Pillen, ein bisschen Alkohol und DW, das war's. Nee, mehr gibt's hier nicht. Oh, ein bisschen Krimskrams noch. Was haben wir hier? Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Ja. Warte mal kurz. Okay, aber wir sollten uns beeilen. Ja. Also. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja, du läufst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Kälter. Und jetzt Angst. Schlechte Gefühle. Feuchte Hände. Herzklopfen. Alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommen. Nur in der Schwäche liegt die wahre Stärke. Mein Gott, der kann aber eine Sülze erzählen, du. In gewissem Sinn hat er ja schon irgendwie recht, ja, aber... In dem Punkt denkst du aber nicht so. Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Aber der braucht ja nicht mal eine Jacke.
Alter, die frieren mir doch die Nippel ab. Bin ich hier oben? Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev. Brücke? Komm mir nach. Fuck. Nein. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Es ist schlimm. Willst du mich verarschen, mein Kleiner? Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Wow. Du darfst aber keine Kilos zu viel haben, ey. Wohohoho. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. So ein leichtes Tröpfchen in der Hose. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Oh, jetzt mein kommt's Gott, aber. Lev. In der Höhe? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Oh Gott, ey. Er hat aber auch kein Schamgefühl. Und keine Hemmungen. Oh, Gott sei Dank. Wieder die Prophetin. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Wieso? Ja, wo es hoch rauf geht, muss er wieder runter, ne? Siehst du gleich. Sag ich jetzt einfach mal. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Ja, Glatze. Oh Gott. Oh, nicht runtergucken. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Hunde. Ach du Scheiße. Boah, ich stehe vor die ganze Zeit hinter den Knackt. Oh, willst du mich verarschen? Nein. Fast geschafft. Vor allem, es geht noch höher, ne? Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Oh ja, Tatsache. Oh fuck! Oh fuck! Komm zu mir! Ja, auf alle Viere. Ich kann das nicht! Doch, du kannst! Ich kann nicht! Aber du wirst! Komm schon! Wahre Stärke! Wahre Stärke! Wahre Stärke! Es müssen auf den Dachbrücken gewesen sein. Okay. Und mit den Brücken haben sie sich dann. Also. Ach, was sag ich denn da? Auf den Dächern müssen Kräne gewesen sein. Und mit Komm den Kränen haben sie dann Brücken gebaut. Wie ist schwindelig? Oh, Happy! Halt dich fest! Zieh dich um! Nein! Boah, was für ein Zufall. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Eins. Okay. Okay. Okay.
denn jetzt? Ich weiß nicht. Ein Pool in der Höhe? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Runterkommen immer. Die Frage ist nur, wie? Na komm, Liv, ab, komm, schwimmen. Aber keine Angst vor Ozean hat, kann er bestimmt nicht schwimmen. Ich drehe mir nur kurz eine Runde, gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Und dann gehen wir auch schon, denke ich mal, hier da durch die Glastür weiter. Jo, weiter jetzt. Meine Ohren klingeln. Wenn ja, das der schlimmste Fall war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves. Na komm raus da, Mikola. Ich hörte sie beten. Was? Beten? Wie denn? Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Kostenloses WLAN für Hotelgäste. Passwort 121879. Wie gut, dass wir kein Smartphone dabei haben. Ja, schon länger keiner mehr pumpen, du. Also ist das ein Hotel hier, wo wir sind? Okay. Das erklärt nach dem Pool und jetzt den Trainingsraum. Eine kleine Wohlfühloase. Ah, der Putzraum. Ein Safe, wo wir noch keinen Code für haben. Das ist ein Treppenhaus. Da müsste irgendwo eine Art Passwort rumfliegen, weil ich glaube nicht, dass das WLAN-Passwort gleichzeitig auch den 121879. 121879? Wäre aber ein Zufall. Tatsache. 12? 18? 79? Ach, zu voll. Da. Tatsache. Das hat echt geklappt. Warte mal, was können wir denn herstellen? Auf jeden Fall wollen wir ein Minikit herstellen. Explosionsgeschosse sind immer gut. Besser haben wir noch. Eine Flasche. So. Ah, dann können wir gerne nach hinten nochmal gucken. Eine Saftbar. Ah, hier leben sie aber alle gesund, wa? Kein McDonald's in der Höhe. King Burger King in der Höhe. Lass mich raten, da steht bestimmt der Ding, dass das selbst gleichzeitig das Passwort ist. Bitte lasst während eurer Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt ein Safe in der Abstellkammer in der Lobby. Der Code ist das gleiche wie fürs WLAN. Ja, siehst du? Auf den Trichter sind wir auch schon gekommen. Schere, Schere. Ein bisschen Kleber für und da auch. Ha. Kann man nichts mitnehmen, schade. Aber der Damenklo ist offen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir hier so ein
Infizierter entgegenkommt. Ah. Alkohol, Alkohol. Leer. Ein Tuch. Okay. Ich würde mal sagen, von hier aus geht's wieder zurück. Oder? Dann sind wir wieder hier, richtig. Gut. Na. Ach, die Tür ist immer weiter. Wie praktisch. So, ab zum Treppenhaus. Wie gesagt, wenn's hochgeht, muss er wieder runtergehen. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Oh. Eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Hast du meine Taschenlampe? Es ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Sepp, Victor und Arina sind tot. Arabi und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Phaedra umbringt. Kann man wenden? Nee, kann man nicht. Lev? Sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also... Keine Ahnung. Scheint so. Hier muss dann irgendwo ein Nest sein. Ich würde mal sagen, wir gucken mal eben, ob alle Kinder nachgeladen sind. Ach, geht's wohl nur da lang. Sporen. Masken. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Und fass nichts an. Mach weiter. Mach keine Dummheiten. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Ne, gehst du zurück? Dann bete mal, dass ich es schaffe. Ach ne, geht ja nicht hoch. Okay. Gasmaske. Gasmaske. Ding, man braucht eine Maske. Aber wo Sporen sind, sind Infizierte nicht weit. Da ist er. Aber der eine da unten, die Leiche, hat da eine Maske angehabt. Haben die nicht genommen? Scheiße, hier ist alles verseucht. Ah, man sieht's. Aber sehen tue ich noch keinen. Ich will, wenn ich durchgehe. Wupp. Einfach da oben bleiben, okay? Weh, du kommst runter.
Dann garantiere ich, schläfst du nicht lang. Leer. Oh, schöne Suite. Fand ich sehr geräumig, sehr groß. Bestimmt nicht billig. 100 Watt. Alkohol. Wieso rollt plötzlich eine Dose? Die kann ich von selbst rollen. Sobald ich die Maske nehme, geht's los. Ich kann mich das 100 Mal hier umschauen, dann ist hier nichts. Und wenn ich die Maske nehme, ist alles plötzlich voller. Zwei Masken. Warum zwei Masken? Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Und jetzt stehen da plötzlich welche. Da. Was ist das? Jetzt ist er nämlich plötzlich was. Was habe ich gesagt? Oh, fuck. Oh, diese Schleicher. Nee, ist voll. Nee, ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade unschlüssig, was ich nehmen soll. Der Witz ist, solange ich da hingucke, kommt der Penner nicht. Ahahaha. Komm, ich will dich brennen sehen. Eins, zwei. Bleib liegen. Ich hoffe, das war's.
Oh, da bin ich wieder. Ich hab was für dich. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Ja, ja, ja. Weg nach unten? Nein. Abby, ja? Wie wär's damit? Könnte ein Weg sein oder auch nicht. Und ob es einer wird, erfährt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass euch die Folge bis jetzt wieder hier sehr gefallen hat. Ich bin momentan sehr angespannt bei dem Spiel. Ihr merkt ihr bestimmt selber, dass ich momentan ein bisschen weniger quatsche, mich mehr am Konzentrieren bin momentan. Es ist halt ziemlich aufregend, ne? Und das, du guckst halt in jeder Ecke, ne? Wie gerade jetzt bei den Schleichern zum Beispiel, ne? Da bist halt dann so ein bisschen angespannt, angefixt, um die auch zu erwischen und bloß nicht zu verrecken. So, wenn dir die Folge gefallen hat, bleiben wir trotzdem mit einem, hoffe ich, mit einem Daumen nach oben. Sollte es dir nicht gefallen haben, auch kein Problem. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch nicht gefällt, was euch gefällt und. Wenn du mehr davon sehen möchtest, nichts mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Tschaußen!